Hi, ihr lieben Leute, willkommen zurück zu Banishers Ghosts of New Eden. Wir haben letztes Mal das Rätsel des verschwundenen Schmieds gelöst, der eigentlich gar nicht verschwunden war, sondern im Prinzip schon tot und von ihm hier ersetzt wurde, der dann der neue Schmied ist oder auch nicht, weil der ist kein guter Schmied und das Werkzeug, das verflucht war und so weiter. Guckt euch den letzten Part an, so. Ich mach mal weiter hier. Da steht zwar jetzt, ich soll zu Kate, aber wir haben hier noch eine Nebenmission. Da steht jetzt nicht, was für eines ist, aber es ist eine Spukermittlung. Und ich will auf jeden Fall noch hier diese Fragezeichen. Und ja, ich habe ja mal nachgefragt, wie das jetzt ist. Soll ich die Sammelsachen mit reinbringen? Das habe ich noch nicht gelesen, weil der Part ist noch nicht da. Aber ich werde es natürlich dann sehen, wenn es soweit ist. So, jetzt erstmal viel Spaß mit dem Part. Ich gehe mal ganz kurz in den Wald. Und will schauen, was das für Fragezeichen sind. Weil wenn das wieder solche... Oh... Guck mal, die haben einfach mal so eine magische Kiste hier bei sich in der Hütte. Mit Seilen und Plastikpokalen und so weiter. Was war denn hier? Ist das Leder? Ja, natürlich ist Leder. Gut, wie gesagt, das ist ja immer von Vorteil, wenn ich für die zukünftigen Ermittlungen meine Attribute steigere. Und das mache ich dann auch. Lass mal kurz checken. Welche alle? Oh, ich kann immer nur einen Ort hervorheben. Naja. Das Gute ist halt, wenn es da in der Wildnis ein Lager gibt, dann kann ich wieder schnell reisen. Diesmal mache ich das auch. Wupp. Ich warne euch halt nur vor, ne? Ich bin voll das Eichhörnchen, was das angeht. Ich muss immer alles sammeln, sammeln, sammeln. Oh, das war ja sehr cool, Red. Und das gilt auch für Nebenmissionen. Das zählt auch zu meinem Sammeltrieb, ne? Ich muss die alle erledigen. Warum komme ich da irgendwie rauf, oder? Ich soll mit Kate sprechen, aber das mache ich jetzt, wie gesagt, noch nicht. Warte mal, dann gehe ich doch. Mach ich erstmal das hier. Dann mache ich das auf dem Rückweg gleich. Ey! Oi, mein... Stirb, du Drecksau! Du Drecksau! Das lohnt sich irgendwie gar nicht. Also es lohnt sich natürlich schon, die Gegner zu erledigen, ist klar. Aber so rein, um Erfahrungspunkte zu kriegen, lohnt sich das überhaupt nicht. Finde ich, ja. Aber das Aufleveln ist doch schon sehr flott. Was ist das jetzt hier, oder was? Aha. Die Karte ist noch nicht aufgedeckt. Aber ich denke mal, so generell ist das nur so Vierlefanz, das aufzusammeln. Düster Waldfälle. Das sieht ja schick aus. Sehr schön. Etwas ist in der Nähe. Wo ist es? Da? Oh, da, ja. Ist wieder ein Toter. Aber warum verstecken die sich hier? Also, ich meine, warum sind die verborgen vor den normalen Augen? Ist ja auch ein bisschen doof, da findest du die Toten ja nie. So. Hä? Bin ich schon wieder dran vorbei? Ah, da... Oh, da ist aber noch mehr. Ja, komm, wenn wir jetzt schon mal dabei sind. Es könnte sich natürlich auch um Lager handeln, vermute ich, oder? Ja, es ist wieder hier so eine Spalte. Die Marsch kaputt. Jetzt wäre ein guter Moment, um einige Worte der Macht auszusprechen. Nur zur Sicherheit. Ja, klar. Meine Stimme befiehlt euch, legt den Schleier ab! Sie lernen es einfach nicht, oder? Alter. Wag es bloß nicht. Was? Denk nicht mal dran. Was war das denn? Der hat mich ja einfach weggehauen.
Also komm, was... Das war jetzt... Nee. War ein bisschen heftig. Was hätte ich da? Ja, ich hätte... Seele und Körper, ich beschwöre euch! Ich hätte mich vielleicht auf den anderen konzentrieren sollen. Verstärkung! Es ist vorbei. Ja, das sind diese Geschosse, die der abfeuert. Das ist ja mal heftig, du. Okay, dann halt nochmal. Ich beschwöre euch jetzt! Aha, mach mal. Ein fieser Brocken. Ich bin hier, ich kann dir helfen. Ja. Schön. Halt doch. Er macht sich an die Leiche ran. Ja, soll er. Gott, Güte, du bist ja zäher als eine Kakerlake. Alter, was ist denn hier los? Ich brauche erstmal ein bisschen Abstand jetzt. So, erstmal das Dreckvieh weg. Die Blauen sind richtig nervig. Ich spüre etwas aus der Spektralwelt in der Nähe. Krass. Ein Elite-Juwel. Jo. Elite besiegt. Plus eins auf alle Attribute. Und ich bin trotzdem noch der Meinung, es ist einfach geiler auf schwer. Ja, es ist einfach so, oder? Oh. 26. Nee, warte mal. Das ist kein Datum. 26, 22, 0, 22, 1, 1, 3, 2, 3. Ja, ich habe leider immer noch kein Gewehr, ne? Überall Zahlen. Das ist ja interessant. Das ist ja hochinteressant. Und was geht hier? Ich kann hier nichts machen. Okay, das ist seltsam. Konnte ich auch nicht weiter, weil hier war das mit dem Seil. Okay, dann mache ich erstmal das jetzt. Da muss ich dann hier und da hoch wahrscheinlich. Ha. Ach, guck mal. Schon stärker zuschlagen. Er ist mit einem Highland Kiss. Was will er immer mit seinem Highland Kiss? Aber du bist schon ein komischer Kerl, ne? Manchmal. Oh, der Fährtenleser. Was ist das denn? Eine seltsame Holzfigur, die in der Nähe einer verfluchten Truhe in den flüsternden Bäumen westlich des Jägerlagers gefunden wurde. Hahaha. Ist das ein Schmuckstück? Nee, warte. Ach, diese Steuerung. Ich spiele zu viele Spiele parallel. Das ist furchtbar. Nee, hier Inventar. Da. Oder? Warte mal, kann ich das? Armand. Amulett. Anring habe ich hier gerade das neu bekommen. Nee.
Da ist es. Uff. Okay, damit kann ich wohl nichts anstellen erstmal. Aha. Da oben ist aber so eine Fährte verzeichnet. Also geht's hier rüber? Aha. Kann ich wieder nichts machen. Aber das Gute ist, ich hab's jetzt markiert. Ja, okay. Und hier kann ich jetzt ja theoretisch das Seil runterlassen. Was ist denn für ein dicker Quader? Ich will aber nicht runter. Nein, ich will nicht runter. Red. Ah, sehr gut. Dieses unendliche Seil einfach mal. Willst du mich nicht um Hilfe bitten? Das für Fragezeichen hier. Ah, da ist wieder ein Lager. Okay. Achso, ich habe wieder voll Eierhals. Ich weiß nicht warum. Vielleicht habe ich wieder zu wenig getrunken. Ein Unterschlupf mit einem feuchten, kratzigen Strohbett. So wie ich es mag. Ja. zweite Luft. Red verursacht... Nee, warte mal. Die habe ich neu. Wenn ein Gegner mit einem Nahkampfangriff besiegt wird, werden 7% der Lebenspunkte wiederhergestellt. Aha. Das wär's doch, oder? Later. Ach, das war die Kiste und das Lager, okay. Nee, das finde ich gut. Das ist praktisch, da muss ich mich nicht ständig heilen, wahrscheinlich. Aber oft bekommt man nach Kämpfen ja auch dann den Sud zurück, ne? Wir haben halt wahrscheinlich wieder dieselben Werte, oder? Nein, ich kann es nicht aufrüsten. Dann lasse ich das jetzt erstmal. Ja, komm. Entwicklung. So, was haben wir denn hier? Spektralsicht. Das ist alles nur die physischen Punkte. Hier kann ich die Geisterpunkte. Oder wie heißen die? Essenzen. Erfahrung und Essenzen. Nee, Fertigkeitspunkte und Essenz. So. Spektrale Entzündung. Wenn ein Gegner mit einem Schlagangriff besiegt wird, hinterlässt er einen Wirkungsbereich, der Spektralschaden verursacht. Wenn ein Gegner mit einem Schlagangriff besiegt wird, wird die Bannanzeige um 20% aufgefüllt. Ja. Jeder Gegner, der von einem Schlagangriff getroffen wird, erhöht den Schaden der von Schlagangriffen um 7%. Der Effekt ist stapelbar, wird aber nach dem Wechsel zurückgesetzt. Wenn Phantomsatz bei voller Bannanzeige verwendet wird, verursacht er 500% mehr Schaden, aber es werden alle Bannpunkte verbraucht. Ups. Was ist denn die Bannanzeige? Achso, die Bann... Ah, okay. Das ist meine Bannanzeige, ja. Ne, ich nehme das hier. Also meine, die von... Von Red, dieser Balken, mit dem ich da diesen Angriff machen kann. Gegenschlag. Ja, nett, aber... Ich finde es voll schade, dass ich mich für eins entscheiden muss. 15% mehr Bannpunkte, aber die maximale Anzahl der Sudladungen wird reduziert. Um eins. Nee, was nehme ich denn hier noch? Je höher die Lebenspunktanzeige, desto mehr Schaden verursacht Red. Ja. Das wollte ich auch noch. Sehr gut. Aber wenn nicht bald was dazukommt, macht es gar keinen Sinn mehr, weil ich muss mich ja immer für eine Sache entscheiden und... Also ich meine, weiter zu skillen macht dann keinen Sinn mehr. Ey. Okay.
Komm, jetzt kannst du zurückrennen. Macht das Sinn? Ja, komm. So weit ist es ja nicht. Und der Part geht ja lang genug. Und ich habe gute Nachrichten. Ich habe Inquisitor durch. Das heißt, es kommt bald täglich was hiervon, aber dann auch nicht mehr ganz so lange. Dann wahrscheinlich auch so wie Inquisitor, so 50 Minuten. Und das ist schon wieder so ein Teil. Was war das denn? Plom. So. Also wenn man es so sieht, müsste eigentlich jeder Verbanner einen Geist dabei haben. Das ist von unschätzbarem Wert, die Skills. Ich sagte ja selbst, es ist ein ganz neues Erlebnis quasi. Problem ist halt nur, die musst du immer mit Essenz füttern, was jetzt aber auch nicht so schwierig ist, weil die Gegenstände, die die Geister ja an die Welt der Lebenden bindet, die haben ja ganz viel Essenz. Ja, und wenn sie irgendwann dann zu gierig werden, dann muss man sie halt leider verbannen, die Geister, ne? Die man dabei hat. Wäre halt wahrscheinlich für den Geist nicht so toll, aber... Ja. Beep, 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 beep. Überall diese Geräusche, als wäre alles voller Geister überall. Ja. Red, dieser Gegenstand ist mit etwas Bösartigem belegt. Ich kann es spüren. Nur spüren? Es ist selbst für mich nicht sichtbar. Aber ich kann den finsteren Willen hören. Wie einen Fluch oder einen Zauber. Ein Fluch oder ein Zauber also? Vielleicht könnte uns Seeker damit behilflich sein. Aha. Aha, rede mit Seeker. Ist ja nur 2000, also 1900 Meter entfernt, ne? Ich sehe das hier. Warte mal. Oh wow. Oh wow. Damit ich da hinkomme, ne? Gut, dann mache ich erstmal noch das hier. Ja, mit Seeker, ich würde sagen, mit der reden wir sowieso früher oder später. Dementsprechend ist das jetzt noch nicht so wichtig. Dieses unendliche Seil, ich bin total fasziniert, ne? Halt auch noch überhaupt. Ich überlege gerade die ganze Zeit, ich habe noch gar keine Vorstellung davon, wie groß alles hier noch wird. Wie lang das Spiel geht. Also ich schätze mal nicht, dass es so wie Inquisitor jetzt in 20 Stunden, also hat ja auch nicht so lange gedauert, aber so maximal 20 Stunden durch ist. Das wird deutlich länger gehen, wenn man alles mitmacht. Oh, Vampyr hat ja auch ewig gedauert, ne? Du Narr! War das das Fragezeichen? Hallo? Ach, Altar des Lebendreichs. Ach so. Das ist ein Altar. Naja, gut. Ihr saugt ihn einfach aus. Plötzlich so belebt. Ein seltsames Gefühl, aber eher angenehm. An dem Altar haftete Essenz. Aber jetzt ist sie weg. Ich fühle mich ausgeruht, entspannt, geistig und körperlich. Interessant. Also man kann die Werte immens steigern durch diesen Sammelkram. Ich spüre einen Luftzug. Aus dem Totenreich. Ein Luftzug aus dem Totenreich.
Na gut, dann gehen wir mal zurück. Machen die nächste Nebenmission, würde ich sagen. Ist da noch ein Seil zum Runterlassen, oder? Ah, nee. Oha. Ach, warte mal, das habe ich doch gesehen, das Häuschen, ne? Ja. Das hier habe ich aber nicht gesehen. Wieder so ein Teil. Gärtenlaser. Vielleicht kann ich die irgendwann ja noch irgendwo einsetzen. Wir müssen den Schlüssel dafür finden. Aha, ist das jetzt auch so markiert? Nee, leider nicht. Jetzt ist die Frage. Liegt der hier irgendwo rum, der Schlüssel, oder kommt da später noch was zu? Diese Geräusche, Mann, ist das unheimlich. Ich muss euch aber auch mal sagen, also Dontnod, die mausert sich immer mehr zu, jetzt nicht meinem Lieblingsentwickler, aber zu einem Entwickler, wo ich alles zu schätzen weiß, was die machen. Also ich mochte Life is Strange gerne. Ich mochte auf jeden Fall Vampyr super gerne. Falls dann ein zweiter Teil kommt, da küsse ich dir in die Füße. Und ich mag das hier auch sehr gerne. Also, ne, ich vermisse ja, ich habe damals immer gesagt, BioWare mit Dragon Age. Das war so meine Lieblingsspieleschmiede, was Rollenspiele angeht. Und mittlerweile sind die ja leider auch wieder Publisher-bedingt sehr abgestürzt, was ich immer total schade finde, wenn die so gierig werden. Aber Focus, die Franzosen, die machen das schon gar nicht mal so schlecht. Die fördern sowas hier und das finde ich toll. Mal ein neues Franchise oder neue Ideen. Und ich meine jetzt nicht Ubisoft mit Assassin's Creed Teil 10.000. Wobei Valhalla auch nicht schlecht war, muss man mal ehrlich sagen. Das hat mir ganz gut gefallen. Habe ich aber auch privat gespielt, ausnahmsweise mal. Alles weiter unten. Naja, ich würde sagen, die machen das gut hier. Ich hoffe, es kommt noch dieses mehr. Dieses Haus hier. Schau, wie befleckt es ist. Ob jemand zu Hause ist? Ja, was heißt befleckt? Ich meine, das sieht nur sie wahrscheinlich, aber... Ach, die grünen Schleier, das ist das befleckt, oder was? Ah, hier nicht schon? Ich bin doch durch den Spalt am Anfang und habe hier alles abgesucht. Hey, da drin! Ist jemand zu Hause? Keiner da. Dann gehen wir mal rein. Einfach so. Dann gehen wir mal rein. Liebe Philippa, also Prudences Brief. Liebe Philippa, entschuldige, dass ich dir so lange nicht geschrieben habe und dass sich die Lieferung dadurch sicher verzögern wird. Geduld ist immer von höchster Bedeutung. Ich hoffe, es geht dir gut und dass deine Mühen mit dem Laden von Erfolg gekrönt sind. Mein Brief erreicht dich sicher zu spät, als dass ich dir noch von Nutzen wäre, er dir noch von Nutzen wäre, aber du sollst wissen, dass sich die Dinge in New Eden weiter verschlechtert haben. So besorgniserregend sie sowieso schon waren. Die Menschen sind aus der Stadt geflohen und suchen in kleinen Gruppen Schutz in der Wildnis. Ich habe alles versucht, von dort zu verschwinden, aber die Gruppe, der ich mich angeschlossen habe, ist vom Pech verfolgt. Und das schlechte Wetter tut sein Übriges. Es sind zähe Gesellen, auch wenn auch nicht die hellsten, aber sie sind diskret und stellen mir keine unnötigen Fragen. Sollte ich je wieder von hier entkommen, werde ich schnellstens in unser Vaterland zurückkehren und dir meine Geschichte von Angesicht zu Angesicht erzählen. Ich habe keine Neuigkeiten über unseren Freund Alex. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, war er unglücklicherweise noch am Leben und erfreute sich bester Gesundheit. Nun? Ich weiß es nicht. Ich vermute, dass Alex noch immer schlecht auf uns zu sprechen ist und wir auf ihn, wo immer er auch sein mag. Okay. Ich hab gerade gedacht, ich hätte mich verlesen. Unglücklicherweise noch am Leben. Naja. Meine Nachbarn dagegen sind einigermaßen freundlich, was erwähnenswert ist, denn du weißt ja, das trifft auf die Leute hier nur selten zu. Wie dem auch sei, vergiss New Eden, liebe Philippa. Geh fort von hier. Arbeite woanders weiter an unseren Ambitionen. Bitte erweise mir die Ehre, meine aufrichtige Liebe anzuerkennen, teuerste Schwester. In ewiger Treue, deine Prudence. Ich denke mir auch die ganze Zeit, die schreiben ja Briefe. Wie erwarten die, dass sie da hinkommen, wo sie hin sollen? Ich meine, es kommt hier keiner weg.
Alles ist verflucht? Schreibt die das nur für sich, diese Briefe, und versiegelt sie dann? Unsere Prudence Hake lebt hier. Sie schreibt gut. Außerdem scheint sie nicht von Sinnen zu sein. Ja, immerhin. Wer geht in die Wildnis, um Briefe zu schreiben? Ich will wissen, wo sie so gut schreiben gelernt hat. War damals wahrscheinlich auch nicht ganz üblich. Die hatten ja nicht wirklich eine Schulbildung. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Niemand zu Hause, aber der Eintopf köchelt auf dem Herd. Auf der Jagd nach Gewürzen für den Eintopf, hoffe ich. Oder tot. Das ist doch direkt die Wildnis hier. Die Bäume sind... Was steht da? Red Oak, Roteiche. Ich hätte beinahe gedacht, da steht Roanoke. Kennt ihr das? Dieses Dorf, wo die ganzen Leute von einem Tag auf den anderen verschwunden sind. Und haben alles stehen und liegen lassen. Hier steht etwas von drei Eichen. Dort könnte sie sein. Auf dem Tisch liegen Eicheln. Es wäre also durchaus wahrscheinlich. Ja. Die Eicheln für Aschenbrödel. Dann gehen wir nochmal in den Wald, hä? Was? Fehlt da noch was? Oh, es fehlt noch was. Entschuldigung. Ich dachte, ich gucke mir jetzt mal diese Eichen, diese Roteichen an. Aha. Steht der Kackereimer. Hier pulsiert etwas. Lass mich etwas versuchen. Ach, die Zahlen! Das hatte ich nicht erwartet. Wird dieses Haus vom Zahlenteufel heimgesucht? Jemand hat die Wände geschrubbt. Mrs. Hake muss die Zahlen gesehen haben. Ja, und die haben mir überhaupt nicht gefallen. Okay. Für eine Köchin ist diese Prudence Hake eine ausgezeichnete Briefeschreiberin. Lesen ist keine Seltenheit, finde ich doch. Sie ist einfallsreich. Das macht die Sache interessant. Suchen wir diese Eichen und unsere heimgesuchte, belesene Köchin. Ich finde ihre Stimme so toll immer noch, ne? So ein bisschen rau, aber auch sehr sanft und warm. Super toll, also... Echt guter Job haben die gemacht hier mit der Synchro. Na toll, jetzt muss ich halt doch in die Wildnis. Aber jetzt werde ich halt, ja... Ich weiß nicht, ist vielleicht ein bisschen anstrengend, wenn ich immer laufe und dann sammle ich hier und da und jenes. Und wenn ich nur sammle, dann fällt es nicht so auf, dass ich eine Quest dabei verfolge. Die Karte zeigt uns nach Westen. Oh, pardon. Ich hole mir gleich mal was zu trinken, dann mache ich mal kurz Aufnahmepause. So, da sehe ich schon die Roteiche. Ist sie da oben? Ah, Tatsache, die ist da oben. Da atmet wieder jemand. Komm mal, ohne Beine. Ohne die Füße zu benutzen. Er zieht sich quasi nur aus dem Rücken und den Schultern da hoch, ne? Das ist nicht leicht. Alrighty, da ist er. Ist ein bisschen gefährlich, das Ding könnte einfach wegrollen. Ah, hier ist aber irgendwie nichts. Bin ich hier vielleicht doch falsch? So, ach, das sind die... Ah, die eine, die zählt nicht, oder was? Naja, gehe ich mal am Bach entlang hier. Am Fluss. Mal wieder ein Seil runterlassen. Da sind sie. Hörst du eine Französin? Ja. Und sie ist ganz schön resolut. Tja, sie ist Französin. Heißt Antea nicht Duarte? Das hört sich auch französisch an. Kommt nicht näher. Liebe Französin. Ruhig, Madame. Ah, Prudence. Ich will euch nichts Böses.
Kommt nicht näher! Wer seid ihr? Warum verfolgt ihr mich? Red McGrave, zu euren Diensten. Der Verbanner, der überlebte. Auch wenn das nur wenig half. Seid ihr Prudence Hake? Was wollt ihr? Sie ist misstrauisch. Warum nur? Ich will essen. Koch mir was. Es tat mir leid, vom Tod eures Mannes zu hören. Mein Thomas war ein glücklicher Mann. Ganz gleich, was ihr gehört habt. Du hast einen wunden Punkt getroffen. Nagel sie darauf fest. Was macht ihr hier draußen im Wald? Ich habe eine Verabredung mit der Königin von Spanien. Was denkt ihr denn, was ich hier mache? Ihr habt das Lager gesehen. Wir sind am Verhungern. Ein Tag ohne Brot ist lang. Aber aus Eicheln lässt sich auch Mehl gewinnen. Ja, das stimmt. Mit wem habt ihr gerade geredet? Was meint ihr? Gerade eben. Ihr habt laut geredet. Auf Französisch. So ein Blödsinn. Ja. Ja, also gut. Wie ihr wollt. Ihr müsst euch verhört haben. Das war Spanisch. Sie wird es nicht zugeben, aber Prudence Hake ist insgeheim Französin. Darf ich jetzt gehen, Schotte? Ich will ganz offen sein, Mrs. Hake. Ich glaube, ihr braucht meine Hilfe. Ich habe nie erwähnt, dass ich Prudence Hake bin. Sie ist stur. Stand im Untertitel. Natürlich bist du Prudence. Das stand ja, wie gesagt, da. Man sorgt sich um euch. Ich kann euch helfen. Die Leute sollten es unterlassen, mit einem Scharlatan wie euch über mich zu reden. Ich brauche nicht noch mehr Probleme, als ich schon habe. Ich gehe zurück ins Lager. Guten Tag, der Herr. Sie leugnet, was mit ihr passiert. Wir werden Beweise brauchen. So. Stolz, intelligent und gebildet. Prudence Hake ist nicht auf den Mund gefallen. Zwar ist sie elegant, aber auch verschlossen und misstrauisch. Die Falten auf ihrer Stirn zeugen von einem harten Leben oder vielen Überlegungen. Oder beidem. Prudence Hake kommt in Wahrheit aus Frankreich. Für eine Köchin ist Prudence Hake eine begabte Briefschreiberin. Nachdem Kate Newsmith Red darum gebeten hatte, sich des merkwürdigen Verhaltens von Prudence Hake anzunehmen, suchten die Verbanner ihr Zuhause auf und fanden dort mysteriöse Spektralzahlen an den Wänden. Noch mehr Zahlen. Die sehen neu aus. Hat sie die geschrieben? Ja, wir wissen ja schon, dass sie da hinten in die Höhle führen. Mrs. Hake kam mir verdächtig vor. Sie war dir gegenüber ebenso misstrauisch wie du ihr gegenüber. Was macht eine Französin in Kriegszeiten hier in Neuengland? Die Tatsache verbergen, dass sie Französin ist, natürlich. Gottlose! Ungläubige! Was ist denn hier los? Es mag nicht, dass wir herumschnüffeln. Aha. Prudence Chiffre, Seite 1. Ah, ich verstehe. Guck mal, das aussieht, wenn ich scrolle. Als wäre hier irgendwie so ein Kreis, oder wird man irgendwas sehen sogar. Also, der erste Buchstabe, also das A quasi, ist die Anzahl. Warte mal. Okay. Seite 2, Gallnüsse zermahlen, aufquellen lassen, Wasser als Tinte benutzen, vor den Falten trocknen. Aktion Nuiden 7, achso, Aktion Nuiden, das heißt aber 7, 4, 7, ach, keine Ahnung. Ach, guck mal, das ist hier die Verschlüsselung. Interessant. Oh, da könnte ich mich jetzt ransetzen und die ganzen Zahlen hier entziffern. Das ist ein Geheimtext. Mach ich aber nicht. Hat Prudence Hake verschlüsselte Botschaften geschickt? Sie meldet die Vernichtung von Essensrationen, die auf dem Seeweg in Nuiden ankommen. Das erklärt die verbrannten Docks bei unserer Ankunft. Und was hier? Sag mal. Prudence Hake ist in Wahrheit eine französische Spionin und Saboteurin. Prudence Hake ist verantwortlich für die Vernichtung der Essensvorräte. Alter! Red fand Prudence im Wald, wo sie eine nicht sichtbare Bedrohung auf Französisch anschrie. Als sie sich weigerte, ihm die Beweggründe dafür zu verraten, folgten die Verbanner einer Spur aus Spektralnummern, die zu einem aggressiven Geist führt. Ja gut, jetzt. Noch mehr Spuren. Such weiter.
Ist jetzt ein bisschen vorgegriffen, meint er nicht? Also diese ganzen Zahlen hier, das sind einfach Worte. Und die könnte ich jetzt entziffern mit der Schiffe, habe ich jetzt aber gerade nicht so Bock drauf. Vor allem sind die eher Französisch, da müsste ich auch noch übersetzen. Und Französisch übersetzen, dafür bräuchte ich definitiv ein Wörterbuch, obwohl ich die Sprache noch ein bisschen verstehe. Ich kann sie echt nicht mehr gut aussprechen oder lesen. Teufel! Denkt ihr, ihr könnt es mit einem Geist aufnehmen? Box euch einfach. Was soll's? Mach ich's eben allein. Hey. Was er schon für einen Schaden macht mittlerweile. Krass. Weitere Botschaften. Ah, das war's. Jetzt kann ich's enthüllen. Was ist das? Thomas? Du weißt, dass ich dich immer lieben werde, ja? Ein Wachssiegel mit einem Hugenottenwappen. Sag mal, hat sie ihn umgebracht vielleicht, Prudence? Ein Tipp zu Thomas. Aus Liebe zu Prudence Hake behielt der Geist ein belastendes Geheimnis für sich. Okay, also Prudence ist jetzt eine... Wow. Je näher du kommst, desto gefährlicher wird es. Also Prudence ist jetzt eine, wo ich sage, sie hätte es vielleicht doch schon verdient, dass man sie beschuldigt. Auch wie beim Schmied vorher war es schon. Gefunden. Ich bezweifle, dass er wusste, dass sie eine französische Protestantin war. Sie hat ihn angelogen. Er hat sie nie richtig gekannt. Vielleicht hat er sie gekannt und das hat ihn umgebracht. Wir sollten versuchen, mit ihm zu reden. Aber warum zerstört sie die Essensvorräte? Ich meine, das schadet ihr im Endeffekt ja auch selbst, oder? Also nee, wie gesagt, sie jetzt und die vorher, die beiden... Das sind keine Drohungen. Ja. Hätte ich jetzt vielleicht doch sagen sollen, ich will sie wiederbeleben. Aber ja, das entspricht halt wirklich dem, was eigentlich Verbanner so machen. Ach, ich weiß es nicht. Ich kann es halt nicht mehr rückgängig machen, die Entscheidung jetzt, ne? Da ist noch einer. Sam. Wow, es regnet da der Kram runter. Also ich kann es hier aber nicht kaputt machen, ne? Wom, 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 wom. Oh, Mist. Oh, shit. Wartet, wir wollen nur reden. Hey. Das Geflüster auf ewig fort. Lass mich dir helfen. Da kommen noch mehr. Hey, doch. Geworden. Nicht stark genug. Oh, ihr wollt das hier. Schnell. Oh.
letzter Versuch, Thomas. Bah. Die füllen sich nach dem Kampf übrigens immer auf wieder, merke ich ja gerade. Haben die vorher, glaube ich, aber nicht gemacht. Da unten ist was. Etwas versteckt sich. Schaut euch an, ungeliebter, ungottloser, stummer, wertloser, blutschuldiger Name, für immer der unendlichen Gnade durch meine Liebe. Bruder, vergib mir! Und wascht euch rein von dir. Thomas, mein Gott, nein! Was hast du getan? Bleib, bitte! Bleib bei mir! Das war gerade voll verwirrend mit dem Gerede, die ganze Zeit von links nach rechts. Ein alter Meißel mit den eingravierten Worten: Liebe ist auf ewig genug. PH. Ja, die Prudence. Diese Fessel ist durchdrängt von Geisteressenz. Sobald die Bindung des Geistes an das Lebendreich durch den Abschluss einer Spukermittlung durchtrennt wurde. Ja, ja. Er nahm sich das Leben. Seine Albträume waren ungewöhnlich. Können schlechte Träume einem Mann so etwas antun? Doch. Wenn er heimgesucht wird, dann schon. Er ist hier. Ach, da ist er ja. Lasst uns in Ruhe. Red McGraith, Herr. Ich versuche, Ihrer Frau Prudence zu helfen. Flüstert mir nichts zu, Teufel. Ist das jetzt wirklich jedes Mal nötig? Dann überlasse ich dir den Vortritt. Na schön, verbannen wir's. Hinfort, Teufel! Ihr werdet sie nicht bekommen! Warum die verschlüsselten Botschaften? Was wollt ihr dir damit sagen? Das Geflüster des Teufels wird zurückkommen. Für immer muss sie fliehen. Sie muss fliehen! Prudence fürchtet, dass sie entlarvt wird. Sie fürchtet die Engländer. Vielleicht ist das der wahre Grund für ihre Flucht. Sie muss sich vor dem nie endenden Geflüster hüten und fliehen. Und ihr müsst fliehen auf ewig, sagt es ihr. Das ist zu geheimnisvoll. Sprich ganz offen mit ihr. Nein, nicht ich. Nicht so. Wann haben die Albträume begonnen? Kein Anfang, kein Ende. Möge das Geflüster auf ewig ruhen. Möge das Geflüster ruhen. Möge es ruhen. Gab es ein Gesicht hinter der Stimme oder vielleicht eine dunkle Gestalt, die über euch schwebt, euch das Leben aussaugt? Nein, nichts als das, was wir sind. Die Kreaturen, die wir alle wirklich sind, begraben in der Dunkelheit. Aha. Habt ihr einen Schlaftrunk genommen? Ein Heilmittel vielleicht? Hat Prudence euch etwas gegeben? Gegeben? Sie hat mir alles gegeben. Ich habe es behalten und zurückgegeben. Prudence ist nicht die, für die ihr sie gehalten habt. Und doch habt ihr sie geheim gehalten. Ich kenne sie. Ich liebe sie. Auch nachdem sie die Kolonie verraten hat, obwohl ihr wusstet, dass sie euch belogen hat? Furcht gibt es in der Liebe nicht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Denn die Furcht rechnet mit Strafe, und wer sich fürchtet, dessen Liebe ist nicht vollendet. Ich gelobte, sie zu lieben. Ein Versprechen darf man nicht brechen. So, so. Manchmal kann ein Versprechen nicht gehalten werden. Ich habe sie geliebt. Ich werde sie lieben. Das reicht nicht. Sie braucht mich. Sie braucht mich. Sie braucht mich. Er beschützt sie. Er will nur, dass sie in Sicherheit ist. Also verbannen wir ihn. Dann wird sie in Sicherheit sein. Was wir auch tun, Prudence hat ein Recht darauf zu erfahren, was passiert ist. Wir sollten es ihr sagen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er so einfach gehen wird, freiwillig. Bleibt hier. Vielleicht können wir helfen. Was tut ihr hier? Mit wem habt ihr da gerade gesprochen?
Wer? Ich? Gerade eben habt ihr doch mit jemandem gesprochen. Ich doch nicht. Vor allem nicht auf Französisch. Ein schwacher Geist, schroff, erbittert und sich im Kreise drehend. Schwer zu sagen, ob er aggressiv ist oder jemanden schützen möchte. Das Erscheinungsbild dieses ordinär aussehenden Mannes ist geprägt von einem blutverschmierten Hemd und dem unsauberen Schnitt, mit dem seine Kehle durchtrennt wurde. Ja, obwohl Prudence Geheimnisse vor ihm hat, will Thomas Hake seine Frau beschützen. Wer war das? Ist geheim. Blödsinn. Ich bin allein hier. Warum sagt das ihr nicht einfach? Spielt nicht mit mir, Verbanner. Jetzt sagt mir die Wahrheit. Verzeiht mir, leider muss ich euch weiter zu eurem Mann befragen. Thomas hatte böse Träume, nicht wahr? Ich möchte nicht darüber sprechen. Und ich bin sehr gut darin, nicht zu sprechen. Vor allem nicht auf Französisch. Wie man hört, starb er einen grausamen Tod. Verzeiht mir, aber der Schmerz, die Angst, diese Gefühle sind doch sicher noch nicht fort. Natürlich sind diese Gefühle noch da. Ich liebte ihn und er starb, aber er ist fort und ich bin noch hier. Klarheit kann schmerzhaft sein. Wir widerstehen ihr. Mach es ihr ganz deutlich. Soweit ich weiß, litt er unter schrecklichen Albträumen. Habt ihr Hilfe gesucht? Vielleicht bei einem Arzt? Natürlich haben wir das. Niemand half uns. Niemand konnte helfen. Vielleicht wünschtet ihr euch einen Verbanner. Vielleicht. Aber wenn Wünsche Pferde wären, würden Bettler reiten. Das ist ein schöner Spruch übrigens. Bei der Belagerung von Wien hängten wir Saboteure. Wenn ihr euch an unserem Essen vergreift, werden wir euch ausweiten. Ja, ich habe euren Geheimcode gefunden. Ihr habt diese Botschaften hinterlassen. Was wollt ihr? Die Leute hier vertrauen euch. Niemand von denen weiß, dass ihr eine hinterhältige Schlange seid. Wenn ihr glaubt, ihr könnt über mich urteilen, Herr, dann wisst ihr sicher nicht, wer oder was ich bin. Ihr könnt die Scharade nicht ewig aufrechterhalten. Irgendwann wird die Maske zerbröckeln oder weggerissen werden. Wen die Engländer sich zum Feind nehmen, muss euch nur interessieren, Schotte, wenn ihr es wollt. Sie ist in die Enge getrieben. Sie muss sich der Wahrheit über ihren Ehemann stellen. Ja, und vielleicht auch der Wahrheit, was sie getan hat, dass sie die Nahrungsmittelvorräte vernichtet hat. Ich kann euch die Wahrheit sagen, aber könnt ihr sie auch akzeptieren? Ihr schlaft kaum. Ihr wacht erschöpft auf. Ihr fühlt euch ausgelaugt, aber ihr gebt der Trauer über euren Verlust und der Angst vor der Entlarvung die Schuld. Was wisst ihr schon über mich und mein Leben? Ich weiß, dass ihr eine Spionin seid und dass euer Mann euch sehr geliebt hat. Er hat euren Geheimtext gefunden. Es ist sein Geist, der Botschaften auf euren Wänden hinterlässt. Hier gibt es keinen Geist. Was führt ihr im Schilde? Zwar mag Thomas euch wirklich beschützen wollen, aber seine Anwesenheit bringt euch in Gefahr. Er dachte, ich wäre eine Bedrohung für euch. Er hat versucht, mich zu verjagen. Er liebt euch sehr. Deshalb wird er euch nicht allein lassen. Ist er hier? Ist Thomas hier? Das ist er. Er will, dass ihr New Eden verlasst und der Gefahr entkommt. Ich vermisse ihn. Jeden Tag. Das weiß ich. Prudence, Thomas, es ist soweit. Ah, Schuldzuweisung. Ja, ich weiß nicht. Das mache ich auf jeden Fall nicht. Verbannen oder aufsteigen? Ich weiß es nicht. Soll ich ihn verbannen? Ich glaube nicht, dass er gehen wird. Ich werde ihn sanft aufsteigen lassen, oder? Ja, komm. Wahrscheinlich will er das nicht, aber... Thomas Hake, euer Leben nahm ein tragisches Ende. Aber trotz ihrer Lügen habt ihr die Frau, die ihr liebt, beschützt. Meine liebste Prudence. Wird sie ohne mich in Sicherheit sein? Wird sie in Frieden leben? Sie hat eure Warnung vernommen. Lasst sie jetzt gehen. Sie soll ihr Leben auf ihre Weise leben. Bitte, sagt es ihr, dass ihre Liebe immer genug war. Das weiß sie. Ihr wurdet erhört. Geht in Frieden.
Das erinnert mich manchmal so ein bisschen an Ghost Whisperer. Aber da würden sie alle heulen, dann wäre es auf jeden Fall Ghost Whisperer. Wie heißt der? Jennifer Love Hewitt? Ja. Yo, Prudence, was machst du jetzt aus deinem Leben? Was ist geschehen? Was habt ihr mit ihm gemacht? Thomas hat seinen Frieden gefunden. Ihm ist wichtig, dass ihr wisst, dass ihm eure Liebe genug war. Bitte, ich brauche einen Moment. Allein. Also jetzt alleine, was ihren Ehemann angeht, würde ich sagen, ja, sie hat ein bisschen Ruhe verdient. Aber was sie getan hat, warum wird das nicht nochmal zur Sprache gebracht? Ich muss jetzt allein sein. Ja, ich auch. Trotzdem kümmere ich mich um deinen Scheiß. Also komm. Und die lassen der wir jetzt einfach Kerl so ziehen. Hat seinen Verstand verloren, aber seine Liebe hat ihn nicht verlassen. Sowas kenne ich nur zu gut. Oh. Ja, und was passiert jetzt? Was ist, wenn sie weitermacht mit ihrer Sabotage? Und vielleicht die ganze Siedlung damit gefährdet? Ja, gut, ist mir auch egal. Macht, was ihr wollt. Perfekter Wechsel. Ich weiß immer noch nicht, was das sein soll. Anzeige wird um 20% gefüllt. Wenn der Gegner mit einem schweren Angriff besiegt wird, nee, das ist Quatsch. Werde ich eh nicht nutzen. Wechsel direkt und halt einen geblockten Angriff zu Antea, um einen Schlagangriff. Ja. Nehme ich das. Und nehme ich das? Ne, ich nehme das. So. Easy. Schnelles Reisen. Du kannst zwischen den Unterschlüpfen reisen, die du auf deinen Reisen durch die Spielwelt entdeckt hast. Wenn du dieses Schnellreisesystem benutzt, wird die Zeit vorgespult. Alle Gegner werden wieder zum Leben erweckt und alle Sudladungen und Ressourcen werden wieder aufgefüllt. Oh. Ja. Oh, das ist ja ein schönes Bild. Ich finde, diese Innigkeit ist immer noch sehr schön dargestellt zwischen den beiden. Kann ich eigentlich noch was upgraden? Ne. Was brauche ich denn hier für die Kleidung? Oh, warte mal, ich habe ja noch eine zweite. Nahkampfangriffe verursachen 5% mehr Schaden. Okay. Zieh die mal an. Wie cool die... Guck mal, wie sie wechseln. War gut. Ja, Gewehr und Brosche. Ja, neue Klamotten. Finde ich nett. Warte mal, was brauche ich denn eigentlich? Für die Klamotten. Upgradens Geißelanlagerung. Kann ich mir wohl schlecht kaufen. Außer ich komme irgendwann zur Hexe. Transluzente Faser. Geisellagerung hier. Geisellagerung und scheußliche Verschmelzung. Wolle? Oh, ich brauche nur Wolle. Sehr gut. Geisellagerung ist immer dasselbe wahrscheinlich irgendwann. Ein aschgrauer Wirling und Geiselanlagerung. Okay, dann kaufe ich mir noch ein bisschen Wolle. Und dann rede ich mit Kate. Bei ihr kann ich jetzt auch kaufen, bei der Frau Schmiedin. Gut, dass ich sie nicht getötet habe, ne? Guten Tag, Nelly. Aber gut, ja. Und jetzt, wo ihr da seid, noch besser, Mr. McWaith. Sollen sie glücklich werden, ganz ehrlich. Wie geht es euch, Mrs. Heaton? Wir machen alle gerade harte Zeiten durch, aber ich habe mich noch nie so frei gefühlt. Ich schäme mich fast schon, aber nur fast. Ja, nur fast. Freiheit ist gut. Was gedenkt ihr damit anzufangen? Wisst ihr, bevor ich das große Pech hatte, Fortune Heaton zu treffen, war ich eine Kräuterkundlerin. Vielleicht mache ich das wieder. Eine Heilerin könnte hier nützlich sein. Vor allem, wenn sie sich selbst heilt, indem sie anderen hilft. Weise Worte. Hab Dank.
Aber was machen sie jetzt wegen den Schmiedearbeiten, die dringend verrichtet werden müssen? Lass uns Handel treiben, Mrs. Heaton. Also Nägel? Gut, können wir machen. Ah, gut. Müssen die wissen. Oh, ich will mir diese Rüstung kaufen. Die ist schon geil. Verbannertee. Aha, das ist quasi der Sud, den ich schon habe, nur besser. Ägäisches Echo. Hahaha. Warte mal, hat sie nicht diese Pilze, die ich brauche? Aschgrauer Wirling? Ja, aber ist Quatsch. Wovon habe ich denn... Okay, ich habe 43... 222 Wiesenkerbel. Tschüss. Bling. Das reicht aber immer noch nicht so ganz. Ich will nicht alles verkaufen. Habt Dank für eure... Vielen Dank. So. Gehen wir noch zu ihm. Ich würde gern helfen. Trotz meiner Zeit als Händler ist mein Verstand noch scharf. Doch der Körper ist nicht mehr der jüngste. Ja, ich habe mit allem gehandelt. Felle und Juwelen, Tabak und Wein, Fisch und Geflügel, Zucker und Gewürze, Korn. Mein Laden war ein wahres Füllhorn. Das ist ja toll. Ihr habt wohl keine Nägel, oder? Denn diese hier sind lausig. Nein, habe ich nicht, Daniel. Habe ich nicht. Aber ich kann euch versichern, dass ich eure Anfrage vermerken werde. Sobald New Eden sich der Welt wieder öffnet, werde ich euch die gewünschten Waren besorgen. Ihr sollt die besten Nägel aus Boston haben. Der Schmied kann jammern oder er kann bessere Nägel herstellen. Das ist der Lauf der Welt. Uns erwartet eine goldene Zukunft, Daniel. Jetzt hör mal auf zu labern. Das wäre schön, Mr. Paris, aber wenn ich jetzt keine guten Nägel kriege, wird es gar keine Zukunft für uns geben. Warum hämmerst du einfach hier was in den Balken? Das macht... Das ist egal. Guten Tag, Mr. Paris. Danke, aber nein, der Herr. Ein guter Tag ist es nicht. Das ist ein sehr guter Tag. Was gibt es Neues hier? Was habt ihr auf dem Herzen? Na gut, mir ist langweilig. Nun denn, was wollt ihr wissen? Ah. Ich würde gerne eure Meinung über Thickskin Newsmith hören. Dickes Fell. Aber höchst intelligent. Pragmatisch, emotionslos. Hätte Händlerin werden können, wenn sie die Freundlichkeit heucheln könnte. Ich würde gerne eure Meinung über Kate Newsmith hören. Die jüngere Schwester. Ich halte mich fern von ihr. Wieso? Wir tragen alle Masken. Ich kann dahinter blicken. Hinter Kates Maske verbirgt sich Dynamit. Die Zündschnur brennt bereits. Die Explosion naht. Wie stehen die Dinge hier? Ihr habt doch Augen und Ohren, Mann. Stimmt, aber ich würde gern von euch hören, wie ihr die Lage einschätzt. Mir ist kalt, ich habe Hunger. Seit Wochen schon schlafe ich keine 4 Stunden mehr am Stück. Dieses Lager ist ein Drecksloch. Und außerhalb ist es noch schlimmer. Das ist meine Einschätzung der Lage. Na gut. Zeigt mir eure Waren. Ihr findet hier sicher, was ihr braucht. Das glaube ich jetzt nicht, aber immerhin hast du ein bisschen Wolle. Ich wünsche euch einen schönen Tag. So, du Laberhannes. Gehe ich erstmal zu Kate. Warum ist denn die Kiste ja vermerkt? Kann ich ja immer noch nicht öffnen. Da ist sie. Ah. Oh! Oh, Strahlenkranz. Also, was kann das Ding? Schlagangriffe verursachen 5% mehr Schaden. Ja, gut. Jetzt haben wir eine schöne Brosche. Das ist ja das Ding, was die eigentlich schon die ganze Zeit haben, diese Spange, die den Umhang zusammenhält. Nun? Ich habe mit allen gesprochen, wie ihr es wolltet. Und?
Zwei Heimsuchungen gab es im Lager. Beide Geister wurden verbannt. Zwei? Tatsächlich? Es gibt vermutlich noch mehr, aber zumindest diesen zwei wurde ein Ende bereitet. Nun gut. Habt herzlichen Dank, Red McGrace. Ihr habt euren Beitrag geleistet und euch einen Platz hier verdient. Meine Schwester sollte demnächst zurückkehren. Sie wird euch sicher kennenlernen wollen. Bis dahin seid ihr hier willkommen. Ich verabschiede mich. Ja, bis dann. Ich finde diese Aussage übrigens sehr komisch. Immer, ich verabschiede mich. Sag doch einfach Tschüss. Oder ich gehe da mal. Das ist genauso wie, wenn du sagst, ich entschuldige mich. Das ist keine Entschuldigung. Also nur mal so, das ist halt, ne, die Absicht auszusprechen, aber das nicht zu tun. Easy. So, da verbessere ich gleich mal die Brosche. Und was ich sonst noch so verbessern kann. Soll ich jetzt eigentlich ausruhen einfach? Das Amulett. Geil. Habe ich immer noch, was Zorn sein soll. Oh, mit dem Elite-Juwel könnt ihr... Ah, ja, aber... Ja, komm. Ich bin halt immer so da... Oh, Saftling brauche ich dafür. Geil. Flammend orangefarbener Pilz wächst auf Baumstümpfen und Wurzeln. Ich bin ja immer so, dass ich gerne spare für die Upgrades, bis ich was Gutes kriege, aber ich glaube, hier gibt sich das alles nicht so viel. Weil die Ausrüstung kannst du halt alle maximal verbessern, wahrscheinlich auf Stufe... Ist das 3, 4, 5, 6? So, und dann ist das auch gut. Die unterscheiden sich wahrscheinlich immer nur durch die Boni. Also hier Nahkampfwaffe verursacht mehr Schaden, hier der Angriff macht mehr Schaden, Red erleidet weniger Schaden. Mehr Schaden, weniger Schaden, mehr Schaden, weniger... Ja, sowas halt. Ne? Das ist so marginale Unterschiede. Finde ich aber auch ganz gut. Dann hat man nicht immer die Epic-Ausrüstung auf Doom, die alles kaputt macht. Und quasi dann überhaupt nicht mehr dazu einlädt, mal andere Ausrüstung auszuprobieren, vom Look her. Finde ich immer ganz schade. Achso, rasten und... Ja, auf Rückkehr. Okay, okay. Okay, okay, okay. Ja. Ja, viel Spaß beim mir zugucken, wie ich schlafe. Antea, danke. Ist gar nicht unheimlich. Ich würde ja schlafen wie ein Baby. Ist genauso wie eine Katze, die dich beim Kacken beobachtet. Das ist auch sehr angenehm. Ich kenn das. Kate war hier. Thick Skin ist zurück und will dich sehen. Warum hat sie mich nicht aufgeweckt? Vielleicht hatte sie keine Lust, den Boten zu spielen. Vielleicht wollte sie auch nur, dass du zu spät kommst. Sie war irritiert. Thickskins Rückkehr stößt ihr übel auf. Kate erinnert mich an meine Schwester. Eva. Der kleine Hitzkopf des Clan McGrath. Sie klebte entweder immer an mir oder machte Vaters Wachen das Leben schwer. Boah, ist er ein Adel oder was? Sie war so klein, aber so stark. Große Männer in schwerer Rüstung haben mir keine Angst gemacht. Sie war klüger als ich. Und gerissen. Sie ist bestimmt tot, leider. Bei unseren Übungsduellen hat sie mich jedes Mal geschlagen. Sie wäre eine ausgezeichnete Schwertkämpferin geworden, wäre sie nicht so jung gestorben. Ich habe meinen Bruder und meine Schwester nie kennengelernt. Was? Ist das denn ernst? Zwillinge. Meine Mutter schreibt, dass sie jetzt 8 Jahre alt sind. Das hast du mir nie erzählt. Du hast nie gefragt. Krass, dann ist sie ja noch gar nicht so alt. Ich dachte, die beiden werden locker schon Mitte 30, aber... Dann ist sie ja vielleicht erstmal so Anfang 20, Antea. Hat schon viel mitgemacht in
naja, hatte viel mitgemacht in ihrem Leben. Wie heißen Sie? Was denn? Es interessiert mich eben, nichts weiter. Du bist aufdringlich. Hä? Meine Schwester heißt Ayomide, mein Bruder Timmy. Warum ist er aufdringlich? Du bist seine verdammte... Sind sie verheiratet? Ich weiß nicht. Aber sie ist seine Partnerin. Ich wusste gar nicht, dass dir deine Familie Briefe schickt. Meine Mutter schreibt mir einmal im Jahr. Es dauert Monate, bis mich einer erreicht. Wenn er mich überhaupt erreicht. Bis zu diesem Moment habe ich nicht viel darüber nachgedacht. Die Duartes haben 3 Kinder in diese Welt gesetzt. Gott sei uns gnädig. Kluger Junge, da du jetzt bis 3 zählen kannst, können wir uns nun der 4 widmen. Ich hoffe, die Zwillinge sind charmanter als du. Was war das denn? Warum war sie auf einmal so komisch? Aufdringlich, wenn er... Hä? Also die Beziehung, die ich bisher hatte, da war es normal, dass man sich sowas erzählt oder drüber reden kann, ganz normal. Und sie macht da so einen Aufstand, also bitte. Habe ich schon erwähnt, dass Thick Skin auf dich wartet? Ist ja gut. Sei nicht so aufdringlich. Also mal ehrlich, das hat mich jetzt... Also anscheinend ist Familie bei ihr so ein Thema, wo sie überhaupt nicht drüber reden will, aber das kann man ja auch charmanter formulieren. Sagst du den Leuten das Gegenteil, sobald du von der Jagd zurückkehrst? Oh. Deine Anweisungen waren falsch. Hältst du mich für unbedacht? Für unverantwortlich? Wo ist das Popcorn? Ich halte dich für nicht bereit. Deshalb heulst du hier rum. Ich bin 2-mal so viel wert wie alle anderen hier. Und das weißt du auch. Oh, die kleine Schwester sucht Aufmerksamkeit von der Großen. Seht an, der halbherzige Erlöser, der uns zu retten ersucht. Ihr möget eintreten, o großer Heiland. Hallo? Lass deinen Frustball nicht an mir aus. Was ist los mit dir? Blöde Kuh. Da macht sie doch zäh. Ist aber auch gerade geladene Stimmung hier überall, ne? Das finde ich ja mal... Heieiei. Ich bin doch so ein Harmoniemensch. Hau andere gerne nur. Und sie als Holzfinger. Mit meinem Säbel verhaue ich gerne Leute. Und Kadaver. Ich hoffe, das ist der Moment, wo wir jetzt endlich die Knarre kriegen. Ja, lass dich nicht stören. Ey, sie hat so ein Gesicht, aber dann so schöne Nägel, habt ihr gesehen? Entschuldigt, meine Schwester. Es wäre ein Fehler, sie zu unterschätzen. Sie ist zäher als ihr. Ihr seid am Leben. Ich glaube auch, wer Thick Skin heißt, ne? Die ist bestimmt sehr krass. Aber wie gesagt, du gehst doch nicht in die Wildnis, gibst da einen Scheiß drauf, was mit deinem Gesicht passiert, wie du entstellt bist, aber dann achtest du so auf deine Nägel. Also, vor allem, wie macht sie die Maniküre? Wen kümmert's, wie ich hergekommen bin? Ich habe überlebt. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ja, Überleben ist die Hauptsache. Oh, sie ist sehr wortkarg. Wie sieht die Zukunft für euch aus? Für das Lager? Für die Menschen hier? Wir wollten die Berge überqueren, aber die Kälte hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Fürs Erste bleiben wir hier. Bis zu besserem Wetter? Besserem Wetter und weniger Furcht. Sie müssen die Sonne wieder auf ihrem Gesicht spüren und das Feuer in ihrem Herzen. Wer würde sich nicht wünschen, noch einmal die Sonne auf dem Gesicht zu spüren? Tja. Gibt es Neues aus New Eden Town? Als ihr zum Haupthaus seid, habe ich meine Schäfchen versammelt, dann zogen wir los. Seitdem nichts mehr. Euer Vertrauen in uns erquickt mein Herz. War mein Misstrauen etwa unbegründet? Aber die Leute hier glauben nach wie vor an euch. Oh, gut zu wissen. Was ist aus denen geworden, die geblieben sind? Tot. Oder so gut wie. Und ich bin nicht verrückt oder töricht genug, das herauszufinden. Sie hält dich also für einen Wahnsinnigen oder einen Tor? Vielleicht bin ich beides. Prahlt nicht damit. Es gibt mehr als genug törichte Verrückte hier. Was ist mit den vermissten Siedlern? Was soll mit ihnen sein? Kate meinte, sie wären verschwunden, bevor sie das Lager erreicht hätten. Könnten sie draußen im Wald überlebt haben? Das ist ausgeschlossen.
Ansonsten wären sie schon lange hier. Die armen Schweine sind längst tot. Ihr habt mich nicht hergebeten, damit ich euch beim Suppeschlürfen zusehe. Was wollt ihr? Kate sagt, ihr habt Mumm. Das kann ich gebrauchen. Ich hätte einen Auftrag für euch. Etwas Wichtiges muss getan werden und ich soll es tun? Kein Wunder, dass eure Schwester stinksauer ist. Kate mag davon träumen, sie hätte so ein dickes Fell wie ich. Aber Träume sind Schäume. Kate wirkt ziemlich zäh auf mich. Ihre Gefühle verraten sie. Sie muss noch viel lernen. Sprecht frei heraus. Was soll ich für euch tun? Verbannt einen Geist, der nicht existiert. Die Leute hier glauben an Monster. Ihre Furcht macht sie schwach. Tötet die Bestie. Tötet ihre Furcht, dann kehrt ihre Stärke zurück. Furcht kann was Gutes sein. Wir haben nicht viel. Aber eine Flinte mit Schießpulver und Munition könnt ihr haben. Yes. Ihr wisst, dass der Fluch real ist. Warum also nicht auch die Bestie? Ach, die Bestie. Vermutlich ein Bär, vielleicht ein Wolf. Ein Hirngespinst, sonst nichts. Warum erlegt ihr sie nicht selbst? Weil sie nur glauben, das Monster sei tot, wenn ein Verbanner es getötet hat. Ja, gute Ausrede, ne? Es ist ehrliche Arbeit. Ihr bezahlt mich natürlich. Ich werde euch bezahlen. Ihr habt mein Wort. Ich bin gespannt, wie das endet. Ich jage die Bestie für euch, egal was sie sein mag, sofern ihr mir eine kleine Frage beantwortet. Gut, schießt los. Woher dieser Name? Niemand nennt seine Tochter Thickskin. Mein Geburtsname bleibt besser vergessen. Thickskin ist viel passender. Sie ist bestimmt Dörte oder so. Na dann. Roswitha. In der Wildnis draußen tragen wir Musketen. Und wir haben das hier. Benutzt diese Pfeife, wenn ihr in Schwierigkeiten seid. Und die Flinte? Meine Schwester braucht ihre Flinte nicht. Ihr müsst sie ihr nur abnehmen. Machen wir jetzt einen Bare-Knuckle-Fight gegen Kate, oder was? Um eine Knarre? Ja, sie ist schon tough, ne, aber... Das wird Kate sicher freuen. Kate wird wütend sein. Irgendwie jetzt auch nicht sehr unsympathisch. Kate Newsmith ist eine Frau in ihren 20ern und nicht gerade das, was man umgänglich nennen würde. Wenn sie Menschen nicht herumkommandiert, behält sie sie unter ihrem großen schwarzen Hut genau im Auge. Sie ist kompetent und streitlustig und überaus leicht reizbar, aber in ihren Augen spiegelt sich eine große Trauer wider. Kate will beweisen, dass sie ebenso stark ist wie ihre Schwester. Ja, als Nesthäkchen wahrscheinlich nicht so leicht, ne? Aber was macht denn die Pfeife? Eine Holzpfeife, ja. Die Holzpfeife, die Red von Thickskin erhielt, um nach Hilfe rufen zu können. Funken schlagen. Brauch ich nicht. Denkst du, Kate lässt sich von Gefühlen leiten? Warte ab, was sie sagt, wenn du sie um die Muskete bittest. Mal sehen, ob ich mich irre. Oh, sie liebt uns bestimmt. Wenn wir das fordern. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Los, erlöst uns von der Bestie. Erledigt die Drecksarbeit für meine Schwester. Ich brauche eine Muskete. Thickskin sagte, ich kann eure haben. Vorher verrottet ihr in der Hölle zusammen mit ihr. Könnte amüsant werden. Eure Schwester behandelt euch nicht als ebenbürtig. Es ist nicht leicht, die Jüngere zu sein. Stopp! Ihr und ich, wir werden heute keine Freunde werden. Gemeinsamkeiten hin oder her. Meine Muskete bedeutet Freiheit. Mit ihr kann ich überall hingehen. Ihr werdet mich nicht dazu bringen, sie euch zu geben. Hinter all der Wut verbirgt sich Schmerz. So wirst du ihr Temperament sicher nicht zügeln. Eure Schwester beschützt euch. Seid froh. Sie beschützt mich nicht. Sie engt mich ein. Für Thickskin zählt nur Kraft. Die Starken werden überleben und die Schwachen sterben. Sie hat euch ausgewählt, die Bestie zu jagen mit meiner Muskete. Das sagt doch alles darüber, was sie von mir hält. Ihr bekommt eure Flinte zurück. Versprochen.
Ihr werdet das nie ohne eine Flinte bis nach New Edentown schaffen. Das wissen wir beide. Es tut mir leid. Ich wünschte, es ginge anders. Das sieht aber nicht so aus. Nehmt die Flinte, Verbanner! Nehmt sie und verschwindet! Okay, das war doch einfacher als gedacht. Die Flinte ist ein bisschen abgenutzt, funktioniert aber. Sieht echt gut aus. Im Gegensatz zu anderen feuert sie nicht verfrüht ab. Ich werde mich gut um sie kümmern. Und sie sich sicherlich auch um mich. Yeah. Thickskin, diese erfahrene und gefühlskalte Jägerin und seit neuestem auch Stadträtin von New Eden spricht nicht lange um den heißen Brei herum. Sie verschwendet keine Zeit mit Höflichkeiten und lässt sich von niemandem auf der Nase herumtanzen. Doch trotz ihrer wortkargen Art ist sie eine souveräne Anführerin. Ja. Und die Bestie. So, wir haben endlich die Flinte. Schwachpunktetreffer mit dem Gewehr verursachen 20% mehr Schaden. Dafür brauche ich Falten. Was? Faltentintling und grüne Christwurz. Gucken, ob ich mir die leisten kann. Oh. Da. Guten Tag, Nelly. Und jetzt, wo ihr da. Lasst. Gut. So. Faltentintling und. Haben wir's? Grüne Christwurz. Eieiei, die ist aber teuer. Das ist ganz schön teuer, der Kram, ne? Ding. So, weißt du was? Was ungünstig. Du hast das Vertrauen und den Respekt des Händlers verloren. Was? Von nun an sind die Kauf- und Verkaufspreise ungünstig für dich. Willst du mich verarschen? Ich hab dir den Hintern gerettet. Vor deinem Geister-Ehemann. Ach, egal. Kannst mich mal. Habt Dank für eure Zeit. Vielen. Aber dafür ist sie ganz schön nett zu mir, obwohl ich das Vertrauen verscherzt habe, ja? Okay. Ich hab die Rüstung. Die ist halt jetzt mehr oder weniger, weil ich ja sagte, die Attribute, die sind nicht so wichtig optischer Natur, aber. Das reicht mir schon. So. Erstmal die Rüstung upgraden. Geil. Alter, jetzt renne ich hier mit der Ritterrüstung rum. Wie gut ist das denn? So, und das geht leider nicht, weil das ist viel zu teuer. Aber das macht auch noch 4 Schaden mehr, von daher ist nicht so schlimm. Richtig gut. Stärke 17, ja gut. Auch wenn es halt echt ein bisschen unpassend aussieht, aber ich meine, er ist immer ein Verbanner. Das kommt auch ganz gut irgendwie, oder? Was sind das für Ritze da? War das Blinken, ne? Aber da ist nichts mehr drin. Das hatte ich ja schon. Gut, Leute, das war es leider für den Part. Der nächste wird dann kürzer werden, weil ich habe ja gesagt, Inquisitor geht nicht mehr lange. Aber dann in Zukunft versuche ich dann, ja, so jeden Tag wird es nicht klappen, aber so jeden. Ja, so vielleicht mal so einen Tag Pause manchmal ab und zu, aber ich werde versuchen auf jeden Fall das zügig weiterzumachen. Ich danke euch fürs Zusehen, danke fürs Liken und Kommentieren und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr gerne machen. In Zukunft kommt auf jeden Fall mehr. Ich habe schon ein paar längere Spiele in der Warteschlange sozusagen und es ist jetzt auch mal die Ausnahme, dass 2 Projekte parallel laufen, aber wie gesagt, in Zukunft, ne? Gerne weiter hier zuschauen und auf dem Hauptkanal kommt dann der kurze Horrorkram, wisst ihr ja. Auf jeden Fall Dankeschön und bis dann mit Banishers.